Wir gucken uns jetzt noch eine zweite Methode zum Sortieren an. Und da werden wir rauskriegen, die hat eine Laufzeit, ist besser als n². Dieses Insertion Sort war ein Beispiel für ein sogenanntes inkrementelles, schrittweises Vorgehen. Das heißt, wir nehmen unsere Folge und sortieren die quasi immer ein Stückchen mehr und am Ende haben wir eine vollständig sortierte Folge. Wir gucken uns jetzt an eine Überlegung, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt, Algorithmenentwurfsmöglichkeiten. Und ein Beispiel ist halt genau dieses Divide and Conquer, teile und herrsche. Und die Idee ist, das große gesamte Problem, also beispielsweise das Sortieren der ganzen Folge, zerlegen wir jetzt in Teilprobleme. Und zwar in diesem Beispiel in genau zwei Stück. Wir teilen das Problem in eine Anzahl von Teilproblemen, lösen diese Teilprobleme, solange sie irgendwie so groß sind, dass wir sie noch nicht direkt lösen können. Und wenn sie denn klein genug sind, dann lösen wir sie. Und die fertigen Lösungen der Teilprobleme verbinden wir dann zu einer Lösung des Gesamtproblems. Das ist die Idee von Divide and Conquer. Und da gucken wir uns jetzt an, das Sortieren durch Mischen. Eben hatten wir das Beispiel Folge der Länge 8. Das können wir so noch nicht direkt sortieren. Da brauchen wir irgendwie ein bisschen Logik für, also beispielsweise so ein Insertion Sort. Aber teilen wir erstmal auf in zwei Folgen der Länge 4. Ja, also das schimpft sich dann Merge Sort, Divide. Teile die Folge der A der Länge n in zwei Teilfolgen A1 und A2, jeweils der Länge n halbe. Das versuche ich zu lösen. Und wenn mir die zu groß sind, A1 und AN, dann wende ich sozusagen die gleiche Idee wieder an. Das heißt, wenn A1, wenn ich das noch nicht direkt sortieren kann, dann teile ich die Folge A1 auch wieder in zwei Teilfolgen auf. Bis meine Teilfolgen so klein sind, dass ich sie direkt sortieren kann. Beispielsweise, wenn ich genau zwei Elemente habe. Ja? Und wenn ich das habe, mische ich die sortierten Teilfolgen zu einer sortierten Folge. Das heißt, was wir benötigen werden, so eine Routine mische, wenn ich zwei Felder habe, und das kann ich auch wieder mit einem Kartenspiel machen. Ich habe jetzt quasi hier zwei Teile, gucke mir jeweils die oberste Karte an und möchte jetzt aus diesen beiden Teilen eine aufsteigend sortierte Folge machen. Ich nehme mir jetzt irgendwie die größere, oder wenn ich eine aufsteigend sortierte machen will, dann nehme ich mir die kleinere her. Die lege ich sozusagen auf meinem Ablagestapel. Dann habe ich wieder zwei Stapel. Ja. Und auch da nehme ich mir jetzt wieder die kleinere her. 9 ist kleiner als 10. Also nehme ich mir die her und lege sie drauf. Und irgendwann kommen die auch mal dran. Weil dann kommt hier vielleicht eine größere. Oder der Stapel ist leer. Und jetzt kommt die dran und lege ich hier drauf. Kriege ich automatisch eine aufsteigend sortierte Folge. Und genau das steht hier. Ja, also diese Routine Merge, das wird beispielsweise auch eine ihrer ersten Praktikumsaufgaben sein, dass sie nämlich diesen Merge-Sort implementieren. Mischt die sortierten Teilarrays APQ und AQ plus 1 R zu einem sortierten Array, das dann halt entsprechend größer wird. Ganz klar, wir brauchen zusätzlichen Speicherplatz, haben Sie hier gesehen. Ich muss die Karten irgendwo anders hinlegen. Das schimpft sich dann ex situ im Gegensatz zu in situ. Ja, zusätzlicher Speicherplatz ist genau die Summe der Größen dieser beiden Teilarrays. Und dieses Mischen kriege ich gerade in linearer Zeit hin. Linear ist sozusagen, oder die größte Eingabe ist die Summe der Größen dieser beiden Stapel. Ja, die Zeit brauche ich einfach. Ganz elementar, ich nehme immer eine Karte her und irgendwann sind beide Stapel leer. Also, insgesamt sieht das Merge Sort dann so aus. Ich rufe jetzt beispielsweise, oder dieses Merge sieht so aus, ich rufe das Ding jetzt auf hier mit diesem Beispiel. Hier ist quasi meine Grenze. Also ich habe das erste Feld von 9 bis 12, dann das Feld von 12 plus 1, also 13 bis 16. Ja, und wenn ich die mische, das ist irgendwie der linke Teil, das ist der rechte Teil. Und so für die Implementation ist es ganz gut, vielleicht so ein Element dahinter zu schreiben, was immer größer ist als alle Einträge hier in dem Feld, weil dann muss ich nämlich nicht den Sonderfall berücksichtigen, dass dann vielleicht einer dieser beiden Stapel, die ich in der Hand habe, mal leer ist. Ja, das ist irgendwie ein Implementationsdetail. Und ich würde jetzt so vorgehen, wie ich es eigentlich eben auch gerade skizziert habe. Ich gucke mir jetzt an, vergleiche diese beiden Elemente miteinander und nehme mir das kleinere her. Das heißt, ich würde hier die 1 reinschreiben. Ja, dann würde ich das streichen. Steht dann nicht mehr zur Verfügung. Und dann gucke ich mir wieder die beiden an. Und das ist jetzt egal. Ich nehme jetzt beispielsweise dieses Ding hier. Da kommt die 2 hin. Gucke ich mir jetzt den an. Und das ist die 2. Gucke mir den an und den an. Das ist die 3. 4 und 6 ist die 4. 5 und 6, das ist die 5. 7 und 6, das ist die 6. Ja, und jetzt hier sozusagen dieser Trick. Ich habe hier so ein Element drin, irgendwie unendlich. Ja, und da könnten jetzt auch noch 27 andere Einträge hier drin sein. Ja, der gewinnt quasi immer. Ja, weil jede Zahl ist irgendwie immer kleiner als hier ist unendlich. Also kommt hier irgendwie die 7 hin.
Und letztendlich habe ich dann genau diese Folge, bestehend aus zwei bereits sortierten Teilfolgen, aufsteigend sortiert. Das ist im Prinzip der gesamte Algorithmus. Also, das ist meine gesamte Folge. A, P, R. Also A ist das Feld, das sind irgendwelche Markierungen. P ist, das ist sozusagen Anfangsindex und Endindex. Also beispielsweise ein initialer Aufruf sieht dann irgendwie so aus. Beispielsweise A, 1, N. Das wäre der initiale Aufruf. Ja, dann steige ich da ein. Ja, solange im Prinzip die linke Grenze kleiner ist als die rechte Grenze, ja, dann steige ich hier ein. Dann suche ich mir quasi die Mitte raus. Funktion floor, kennen Sie die? Das ist das größte ganzzahlige Element, was kleiner ist als die Zahl, die da drin steht. Das kann ja eine reelle Zahl sein oder eine rationale Zahl. Also keine ganze Zahl. Ja, und das bezeichnet einfach eine ganzzahlige Zahl, dass ich halt kein Problem bekomme hier bei dem initiierten Zugriff. Dann rufe ich Merge Sort auf mit der einen Hälfte, mit der anderen Hälfte. Und das, was da rauskommt, sehen Sie, ist eine rekursive Funktion. Rekursion haben Sie im ersten Semester gemacht, ne? Das, was da rauskommt, das füge ich dann mit diesem Merge, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, wieder zusammen. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie ein Beispiel. Das ist jetzt mal eine vollständig unsortierte Folge. Nichts mehr mit hier teilweise sortierten Folgen. Erste, was ich machen würde, ich teile das auf. Also beispielsweise in 6, 17, 9, 8, 2, 5, 11, 3. Ich sortiere noch gar nicht. Ich teile erstmal nur auf. 6, 17, 9, 8, 2, 5, 11, 3. Ich teile nochmal auf. 6, 17, 9, 8, 2, 5, 11, 3. Jedes Kästchen steht jetzt quasi für einen Aufruf von diesem Merge Sort. Ja? Und wir verkleinern immer die Folge, die wir da quasi reinstecken. Und eine einelementige Folge ist natürlich immer sortiert. Das heißt, was wir jetzt machen, also bislang haben wir nur Merge Sort aufgerufen. Und jetzt rufen wir unser Merge auf. Das heißt, wir haben erst aufgeteilt und jetzt führen wir wieder zusammen. Das, was ich Ihnen eben hier mit den Karten gezeigt habe. Das heißt, wir mischen jetzt der Folgen der Länge 1. Und zwar diese beiden, die können so stehen bleiben. Die beiden vergleichen, was sind unsere beiden Stapel, die wir jetzt miteinander vergleichen? Und dann müssen wir vertauschen. 8 und dann die 9. Und hier 2 vergleichen wir mit der 5, das passt. 11 und 3, die tauschen ihre Positionen. Jetzt haben wir mische Folgen der Länge 2. Also diese Folge vergleichen wir jetzt mit dieser Folge. Das heißt, wir gucken, das ist die 6, streichen wir, dann die 8, streichen wir, dann die 9, streichen wir, dann die 17. Können wir auch streichen. Hier genauso. 2, 3, 5, 11. Und jetzt habe ich zwei Folgen der Länge 4. Und jetzt bin ich fast fertig. Jetzt vergleiche ich hier 2, streiche ich nochmal weg, 3, streiche ich weg, 5 streiche ich weg, 6 streiche ich weg, 8, 9, 11 und 17. Die Schachtelung hier passt jetzt nicht so ganz. Also wenn ich die jetzt einfach hinschreibe, dann bin ich halt fertig. Ja? Halbwegs klar? Sieht irgendwie prima aus. Ne? Das war das Merge Sort. Ja, und die Abbruchbedingung ist, solange das echt kleiner ist als das. Ich könnte natürlich auch anders bauen. Ich könnte natürlich auch sagen, ich mische hier schon direkt, wenn ich nur zwei Elemente drin habe. Das funktioniert jetzt ohne weitere Abfrage, indem ich dann runtergehe bis auf Folgen der Länge 1. Ja, und dann kommt automatisch, letztendlich durch dieses Rekursionsprinzip, komme ich dann wieder hoch, indem ich dann sozusagen zwei Folgen der Länge 1 hier mische. Bin leider noch nicht ganz fertig geworden, weil wir müssen uns mir noch angucken, wie aufwendig das Verfahren ist. Und das gebe ich Ihnen schon mal so vorweg mit. Das wird ein Verfahren sein, da kriegen wir diese Laufzeit raus. O von n mal log n. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht ganz kurz zum Abschluss, damit sollt auch noch irgendwie vielleicht ein Erfolgserlebnis mitnehmen. Also wir nehmen schon mal mit, warum das so ist, gucken wir uns nächste Woche an. Vergleich von Insertion Sort und Merge Sort, damit auch die Frage des Kollegen da hinten beantwortet ist. Der dominierende Term bei Insertion Sort, n². Der dominierende Term bei Merge Sort ist n mal log n. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie sich das verhält, wenn ich da beispielsweise 10 Elemente reingebe. Einfach mal ausgerechnet. Das können wir jetzt in Millisekunden, in Sekunden, in Jahren angeben. Und Sie sehen,
das wächst ganz schön schnell und das ist irgendwie deutlich kleiner als das. Ja. Und ich zeige Ihnen das nächste Mal noch irgendwie eine andere Tabelle, wo wir noch so andere typische Laufzeitverhalten haben. Ja, also was auch häufig vorkommt, das ist dann aber nicht mehr so richtig gut, ist so eine Laufzeit 2 hoch n, wo also sozusagen die Größe der Eingabe im Exponenten vorkommt. Und dann steht hier irgendwie sowas, oh, das kostet mich aber jetzt ein paar Jahre an Laufzeit. Und das ist nicht gut, das müssen wir vermeiden. Also das ist schon ziemlich prima hier. Ja, oder lineare Laufzeit, was wir eben hatten. Ja.